So, und es geht gleich da weiter, wo ich letzte Folge aufgehört habe. Gleich mal ein paar Folgen in Voraus aufnehmen, denn ich habe nicht so viel Zeit und jetzt habe ich gerade momentan Zeit und das muss ich auch nützen, damit auch mal wieder was kommt von mir. So, gut, Simba, wir haben Enderbaunch Rot. Was ist Rot, Freunde? Wisst ihr, was das ist? Nee. Okay. Aber Ender ist schon mal guten Anfang. Wir brauchen hier eine Enderkiste. Du kommst hier rein. Die Scheiß braucht auch keiner. Advanced Monitor, wir brauchen das. Fäng ich hier diesen Autofeeder an oder wie ist das? Weiß auch zufällig keiner von euch, oder? So. Zäune. Fäng. Zack. Drei Stacks. Ja, auf alle Fälle, das reicht. Dann wollte ich eigentlich noch dieses da hier bauen. Gerne mal gucken, ob sie jetzt mittlerweile zwei ausgehen. Nee. Fehlt ihm was oder hat alles? Nee, es passt alles. Der braucht nur etwas länger. So, so. Kurz überlegen, ob wir noch was brauchen. Eigentlich brauchen wir nichts mehr. Aber ich kann ja mal gucken, ob das anders auch geht. Wir haben ja noch eine Tesseract. Energiepipes haben wir sicher auch noch. Können wir das auch über die Tesseract machen? Egal, wir gehen mal schlafen. Hier muss ich auch mal zusammenräumen hier hinten. Das schaut ja aus wie in Saustall. Schaut aus wie in Hühnerstall. Oder wie auch immer. So, dann schauen wir mal. Ah. Mondquery spawnen mal. Query. Achso, wäre schon recht. Warp auch schreiben, gell? Warp. Query. Hier sind wir. Nacht. Mal Schlafsack mit. Ja. Gehen wir uns einfach hier mal mitnehmen. Zum Hühnern hin. Es tanzt ein Hühnchen um uns herum. Bidi-bum, bidi-bum. Ja, schau doch, du Meter gewinnst. Oh, Meter, 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 Meter. Zack, zack. Ah, hier ist unsere andere Query, das passt eh. Dann stellen wir hier mal die Query auf. Was denn hier? Das ist ein Sensebusch oder? Nee. Hallo Creeper. So, muss ich leider töten. Ihr macht sonst Aua. Ja, so noch. Mal Warp Query, dann stellen wir die gleich hier vorne auf. Und zwar muss man hier einfach nichts anderes machen, als einen Zaun platzieren. Damit steckt man das Gebiet ab. Also so groß wie der Zaun ist, so groß ist dann zum Schluss die Query. Ist vielleicht etwas umständlich, aber auch eine gute Idee, denn man kann die Query bzw. den Bereich, den man hier hat, unendlich groß bauen. Das ist nicht so wie bei der anderen Query, dass nur 64x64 geht. Nein, das kann man unendlich groß. Man kann auch 10.000x10.000 machen. Eine coole Sache. Und der Vorteil ist, es ist sehr server sparend, ressourcensparend. Warum werdet ihr dann gleich sehen, wenn ich das hier fertig gebaut habe? Denn die Query muss nicht so wie die andere Query alle Chunks laden. Nein, die lädt nur genau maximal zwei Chunks. Einmal den Chunk, in dem die Query selbst steht, das ist ja logisch, sonst kann sie nicht arbeiten. Und einmal den Chunk, wo die Query arbeitet, und die Query arbeitet immer Chunk für Chunk ab. Das ist aber dann noch nicht alles. Die Query ist ein bisschen schlauer, die macht nicht so grässliche Löcher in den Boden, sondern sie ersetzt jeden Block, den sie abbaut, durch Erde. Was natürlich Vorteile und Nachteile hat. Sie baut zum Beispiel keine Erde ab. Das ist natürlich wieder ein Nachteil. Man erhält durch die Query keine Erde, denn die Erde bleibt stehen und ja, jeder andere Block wird zur Erde. Da müsste man halt dann Erde einfach mal so abbauen gehen. Oder man stellt mal über die Query eine normale Query und dann hat man nur Erde. Wäre auch eine Möglichkeit. Oder man stellt halt Erde irgendwie anders her. Gibt es ja mehrere Methoden. So, dann habe ich gelesen, wenn man zum Beispiel so wie hier das Problem hat, normal macht man Zaun einfach eckig rundherum. Und das müsste klappen. Dann habe ich gelesen, dass man hier theoretisch einfach den Zaun nach unten setzen könnte.
falls man eben solche Stufen hat, so, und hier weitersetzen kann. Also der Zaun muss komplett im Kreisraum sein. Bis jetzt habe ich ihn nicht mal in einer Höhe gebaut, aber ich habe gelesen, dass man den auch so bauen kann. Der muss nicht in einer Höhe sein. Das wollte ich jetzt dann eben eh gleich testen mit euch. Denn am anderen Server verwende ich ja auch diese Query. Deswegen wollte ich jetzt unbedingt gleich mal testen, ob das so funktioniert. Es geht aber leider nicht, dass man hier Ecken reinmacht. Also man muss wirklich schauen, dass man ein Rechteck oder Quadrat hat. Man kann hier nicht irgendwie so Ecken reinmachen. Das geht leider nicht. So, dann können wir die zwei eigentlich wegtun hier. So. Zack. So, man hat hier ein Feld. Das ist das Query-Feld. Dann muss man hier vorne am besten mal schaut mal mit F9, wo die Chunks sind. Damit man, wie gesagt, in den Chunk, der Chunk wird geladen, wo die Query drin ist, dass man nicht versehentlich die Query genau hier hinstellt und die Energieversorgung ein Chunk weiter draußen, dann würde das nicht laufen, da ja dann der Chunk nicht geladen wird. So, dann hauen wir die Query, muss eben genau in den Zaun platziert werden. Zack. Wenn wir jetzt hier Rechtsklick drauf machen, steht hier unten was. Und zwar scannt er jetzt mal den kompletten Zaun durch, dass er weiß, wie groß die ganze ist. Und das passt anscheinend. Dann bauen wir hier eine Energieversorgung. Die können wir jetzt über Tesseract steuern. Receive. Dann machen wir Ender Chest. Da kommt jetzt nichts an. Und wenn wir die hier anschließen, müsste die jetzt arbeiten. Man sieht 8, 19, 23, 29 Blöcke. Hier sieht man schön, wie sie abbaut. Und wenn wir jetzt gucken, sie baut von wo ab? Das sieht man auch schön. Hier. Hier. Baut die weg. Hier baut sie ab. Sieht man an den Partikeln. Das ist das nächste. Die baut ein Block von hier bis ganz nach unten zu Bedrock. Dann den nächsten, dann den nächsten. Sieht ihr schön, hier baut sie. Und wenn sie hier alles abgebaut hat, geht sie zu denen darüber. So, und dann fängt sie an. Und hier sieht man auch schön. Alles Erde wurde ersetzt. Was geht jetzt? Ah, das ist die Ecke, okay. Hier sieht man, das ist alles durch Erde. Hier ist noch Stein. Hat er gesehen? Der Stein hat sie gleich ersetzt. Hier können wir mal gucken, die nächste Runde, wenn sie runterkommt. Ist hier noch alles Stein. Und jetzt zack, Erde. Also er ersetzt alles durch Erde. Wir noch mal das gleich hier dazu rein, alles zack, 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 zack. Das. Und ihr seht, die ist eigentlich relativ schnell und die arbeitet jetzt so lang, bis sie hier an die Chunk-Grenze gestoßen ist. Und macht dann hier weiter oder hier weiter. Immer Chunk für Chunk, weil sie nur diesen Chunk hier ladet. Das sehen wir, ich glaube, mit. Nee, das wollte ich nicht. So, F6. Okay, hier werden mehr Chunks geladen durch die andere Query, aber im Normalfall wird nur die Chunk hier geladen. So. So, Chunk Grenze ist hier erreicht. Mal gucken, was sie jetzt macht. Wird hier weitermacht oder drüben. So, hier ist aus. Jetzt fängt sie wieder hier an. Seht ihr? Ein Chunk nacheinander. Es wird wirklich nur dieser Chunk hier geladen und dieser Chunk, wo sie steht. Alle anderen nicht. Bei normalen Query werden alle Chunks geladen. Was ich ja nicht unbedingt so super finde. Das hier ist ziemlich serversparend. Man hat keine hässlichen Löcher. Und hier sieht man, wie viel Prozent man die Query fertig ist. Sie ist 1,4% fertig. Kann man da und man sieht auch, wie viele Blöcke sie insgesamt schon abgebaut hat. Wenn man einfach hier Rechtsklick drauf macht. Und hier sehen wir, dass unsere Versorgung zu Hause nicht unbedingt nachkommt mit den rausziehen, da müssen wir uns gleich noch mal dran setzen. Wie kommen wir jetzt eigentlich nach Hause? Home. So. Dann müssen wir jetzt gleich mal gucken gehen, ob wir hier noch ein bisschen tunen können, das Ganze. Da wüsste ich auch schon, wie wir das tunen, einfach auf der Rückseite, zack, hier raus, fertig. Weil hier schaffen wir das locker, aber warum eigentlich? Was kriegen wir denn hier rauf? Achso, ja, weiß ich schon. Das heißt, wir nehmen hier noch im Pulset
Item Duct Pipes. Zack, ein Servo. So. Und Wrench Hammer. Und dann bauen wir hier mal ein bisschen um. Na komm rein hier. Zack, zack. Und fahr doch da rückseitig einfach nochmal raus. Sicher, sicher. Und zwar so. Ich setze mal Output. So. Hier ein Servo rein. Zack. Und ich weiß jetzt gar nicht, habe ich hier alles oder habe ich eine Blacklist? Ne, habe ich nichts. Passt. So, so. Und starten. Und jetzt zieht er hier auch noch raus. Nochmal eine doppelte Geschwindigkeit. Das sollte eigentlich genügen, oder? Ja. Seht ihr, das passt perfekt. Aber mich wundert gerade. Achso, ne, Query kommt ja von oben. Passt schon. Soll ich sagen, wie schafft ihr das dann mit anderen Query? Aber die kommt ja von der anderen Seite. So, hier machen wir wieder ein bisschen zu. Zack, 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 zack. Hier vorne auch, ja. Warum? Achso, ja, jetzt wollte ich gerade sagen, warum habe ich da zwei dabei? Haben wir ja hinten noch das gemacht. Genau, jetzt sieht er hier schön raus. Und wir können ja nebenbei noch mal trotzdem noch Query gehen. Und mal die andere Query anstupsen. Die auch noch mal gucken, ob die noch funktioniert oder nicht mehr. Wo ist die eigentlich? Ah, hier ist sie. Oh, die arbeitet sogar noch. Na, warum fragt dich das, gell? Ah, okay, die habe ich anscheinend irgendwie aktiviert. Sekunden. Jetzt ist aber aus. Genau. Der hat irgendwie einen Fehler gehabt. Zack, zack, zack. Und hier fließen ja dauernde Items. Hier Item Duck nehmen wir diese besseren. Wäre auch schon einfach, aber habe ich ja nicht. Die werden immer schön geladen. Das passt perfekt. Also da haben wir immer genügend Power. Dass wir hier locker auskommen. Ja, und da kriegen wir halt enorm viel Items, das sollte man halt auch bedenken, aber hier hat man dafür wieder die grauenhaften Löcher. So, wir haben einen Junkloader, der eigentlich hier alles laden soll, aber irgendwie klappt das anscheinend nicht so ganz. Da hat er 5 Stück nach vorne gemacht, naja, dann schicken wir nochmal 10 rein. Ist ja nicht so schlimm. Ich sehe nur die Querwelt, die kann ja durchlöchert sein, das ist mir egal. Hier arbeitet er auch brav und friedlich und wir gehen wieder nach Hause gucken, was jetzt eigentlich unten unser System sagt, ob das alles nachkommt oder nicht. Sieht man hier, kommen ja schon einiges mehr Items an und ja, hier locker. Sieht locker mit 3 Importpassen von ME. Schafft er nicht mal 2 Slots voll bekommen. Aber hier oben kommt ja auch nichts raus. Ist das so gewollt oder ist das? Oder liegt das wirklich daran, dass die Junks nicht geladen werden? Eigentlich sollte das ja klappen. Ah, ich glaube, der lädt irgendwie die Chunks nicht richtig, oder? Machen wir mal anders. Bauen wir den mal hier ab. Setzen wir den mal hier hin. Sagen wir den mal höher. Und gehen wir nach Hause. Schauen wir mal, ob er jetzt was macht. Denn sonst mal gucken, ob wir irgendwie eine Lösung finden. Ah, jetzt kommen ein Item. Seht ihr ja, jetzt schaut die ganze Sache anders aus. Und jetzt, ja, jetzt fährt er hier schon ziemlich weit hoch, was aber auch kein Problem ist. Das ME zieht das raus für nix, wie man sieht. Hier wird alles schön sortiert. Das haben wir ja auch alles eingerichtet. Und jeder schafft er locker. Locker, Mensch, locker. Mit der Query noch zusammen, das ist, ja, spitze.
haben wir hier für eine Zahl? Warte mal. Sorted by Amount. Was läuft hier am meisten durch? Meist haben wir Cobblestone und Scrap. 7000 Eisen haben wir hier durchgejagt. Und hier? Was haben wir hier? Sorted by Amount, ja. Ah, Cobblestone, Oakwood, Hampseed, Apple. Also Kupfer, Erz, also Erze haben eigentlich nicht so viele hier, ne? Das ist. Boah, das ist aber ziemlich viel, was hier reinkommt, ey. Was haben wir denn hier rumgespielt? Ah, genau, mit diesen Redstone-Käbelchen. Das hat sich ja mittlerweile erledigt. Das habe ich auf dem anderen Server gut gelernt. So, jetzt schauen wir mal hier. Was haben wir da? Da haben wir ein Loch in der Scheibe. Nee, aber mal gucken, wo läuft denn der rum hier? So, der arbeitet noch fleißig. Ja, klar, der hat. Will never break, das ist gut, der hat zu tun. Hier unsere Golem haben auch zu tun. Na gut, dann würde ich sagen, dann hast du das auch für die Folge und wir sehen uns wieder in der nächsten. Macht's gut, Leute. Haut rein. Ciao.